Also der hat mich da sehr, sehr unterstützt. Immer wenn ich wirklich so einen Tiefpunkt hatte, war er da und er hat mir auch mit dem Album allgemein sehr viel geholfen. Und auch wenn ich mal nicht so motiviert war, hat er mich aufgebaut und gesagt, komm, wir machen das jetzt, zieh das durch, du bist Artist. Und zwar will ich einfach so sein, wie ich immer war. Und das ist halt meine Angst. Ich möchte mich nicht irgendwie verändern. Und keiner kann mir garantieren, dass ich so bleibe, wie ich bin. Vielleicht kriege ich ja auch einen Hänger und auf einmal fange ich an zu koksen oder irgendwas. Ich habe halt Angst. Mein Name ist Simon und früher hat sie noch Körbe verteilt und war ein Heartbreaker. Heute ist ihre Weste weiß wie der Chardonnay. Sie ist keine von den Weibern, die du von der Straße kennst. Ihre Lehrer sagten, aus ihr wird nichts, doch heute ist sie Thema auf dem Schulhof und macht Major Moves. Frauenpower, Sailor Moon. Hava, ich freue mich, dass du da bist. Freue mich auch, hi. Du hast ein neues Album und einer der Songs, der klingt so. Egal, wo du auch bist, ich will bei dir sein. Wenn du weg bist, alles dann bei. Hi, die Single mit deinem Verlobten, genau. Dem guten Mr. Dadi. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur Verlobung. Dankeschön. 15 Songs, viel Herzschmerz, wie man es von dir kennt. Ja, also voll mein Ding irgendwie, ne? Wie war die Arbeit am Album? Erzähl mal ein bisschen. Ja, die Arbeit war sehr deep. Das war in so einer sehr düsteren Zeit, würde ich sagen. Das hört man halt auch voll raus, glaube ich, wenn man das Album hört. Ja, ich habe halt genau das gesagt, was ich fühle, worauf ich Bock hatte. Und das ist halt einfach dieser deep Shit. Auch wenn Leute sagen, mach mal ein bisschen was Fröhliches. Nein, nicht jetzt. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, das war so die Arbeit. Zeitlich kannst du es irgendwo einordnen. Also wenn du jetzt sagst, so, wo es dir nicht so gut ging, so ein bisschen, also gehen wir von 2019, 18, 17, 2004. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Nee, auf jeden Fall, das war jetzt das Jahr, also das letzte Jahr, da habe ich das komplette Jahr dran gearbeitet. Und ja, also es ist nicht so, dass es voll das schlechte Jahr für mich war, aber es war ein sehr emotionales Jahr für mich und auch ein sehr anstrengendes Jahr. Es ist viel passiert. Man hat halt auch viel Stress gehabt und so. Und ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich üble Depressionen geschoben habe in diesem Jahr. Aber es war auf jeden Fall viel Arbeit. Ja. Auch beruflich oder auch einfach privat, auf privater Seite auch? Beides. Also sowohl privat als auch im Beruf. Man hat halt hier und da mal Probleme, das hat man ja immer wieder mal. Aber ja. Ja. Okay. Daran hat mal gemeint, dass du der Typ bist, der sehr, sehr hart arbeitet immer, aber sich auch es schafft quasi immer, sich immer wieder Freiräume zu nehmen, weil du es einfach brauchst. So. Bei ihm ist es nicht so, er arbeitet quasi einfach Ja, der ist komplett halt durch, voll sperrt sich ein und auf ist dann Adrenalin. komplett im Tunnel so. Ja. Wie war es diesmal? Also, oder beziehungsweise wie hast du dir diese Freiräume genommen? Ich bin da so einfach so ein Prinzipmensch. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so voll gar nicht in diesem Mood bin. Also wenn ich scheiße drauf bin und auch gar keinen Bock habe, dann arbeite ich auch nicht. Also dann nehme ich mir die Zeit und bleibe auch zu Hause. Weil so entsteht bei mir einfach nichts. Ich kann das nicht fühlen. Man hört es auch, finde ich, raus. Also ich persönlich höre das raus, wenn ich irgendwie was aufnehme, dass ich da eigentlich nicht so Bock zu hatte. Dass ich nicht in dieser Laune war. Und ja, ich nehme mir einfach die Zeit. Klar, wenn jetzt was ansteht, du hast einen festen Termin, dann versuchst du es natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich alles hinschmeiße, nur weil ich jetzt gerade irgendwie mit einem falschen Fuß aufgestanden bin. Aber ich finde, das ist halt ganz wichtig, dass du auch wirklich in diesem Mood bist und das fühlst, weil, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass man das wirklich hört, wenn man einfach gar keinen Bock hatte in dem Moment. Und ja, ich nehme mir einfach die Zeit. Jetzt hast du, also du hast selbst gesagt, deine Songs entstehen ja aus in der Regel aus Gefühlszuständen, die du quasi so drin bist. So. Jetzt waren das teilweise viele traurige Situationen, so wenn man zumindest das Album hört, kann man sich so ein bisschen reinversetzen. In der Volksphase hast du aber gemeint, kannst du auch sehr gut schreiben, weil da kommt die kleine stolze Hava quasi so ein bisschen raus. Wie haben sich diese Phasen abgewechselt dieses Mal? Du hast schon ein bisschen angedeutet, aber. Ja, wie soll ich sagen? Also ich hatte eine große Unterstützung. Es war da dann, also der hat mich da sehr, sehr unterstützt. Immer wenn ich wirklich so einen Tiefpunkt hatte, war er da und er hat mir auch mit dem Album allgemein sehr viel geholfen. Und auch wenn ich mal nicht so motiviert war, hat er mich aufgebaut und gesagt, komm, wir machen das jetzt, zieh das durch, du bist Artist.
Und so war das auch machbar. Also wie gesagt, er hat mir auch meine Zeit gelassen. Ich habe sie mir selber auch gegeben, dass wenn ich wirklich nicht gut drauf war, dass ich zu Hause geblieben bin oder halt einfach die Sachen nicht überstürzt habe. Mhm. Aber ja, er war mir eine sehr große Stütze. Ich finde es, also ich versuche mich gerade so ein bisschen reinzuversetzen und ich denke mir, wenn viele der Songs aus traurigen Situationen entstanden sind, wie schaffst du es dann trotzdem, diesen Arbeitsmodus hinzubekommen? Weil du musst ja einmal in dieser Gefühlslage sein. Genau. Aber diese Gefühlslage ist eigentlich dafür, wo du sagst, ich habe jetzt gar keinen Bock auf Arbeiten. Ja, ich weiß, ich wusste sogar, dass du das sagst. Das Ding ist halt, man kann ja diese Gefühle auch wieder hervorrufen. Und es ist jetzt, klar, ich habe jetzt eine harte Zeit durchgemacht. Das vergisst man ja auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich 24/7 nur dieses Gefühl hatte. So. Und wenn es mir dann wieder ein bisschen besser ging, habe ich mich aufgerappelt, bin ins Studio. Und man kann das ja dann auch quasi auf diese Musik irgendwie projizieren und das da auch irgendwo rauslassen. Mhm. Bei mir geht es ja halt, also im Album habe ich ja viel auch so über Love und Heartbreaks und so gesprochen. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich gerade diese Heartbreaks hatte, weil scheinbar habe ich ja eine schöne Beziehung, Verlobung, dies, das. Aber ich bin halt einfach so, ich kann mich da voll gut hineinversetzen und ich feiere sowas auch übel. So. Ich kenne ja auch, man hat ja auch mal so schlechte vielleicht Tage mit dem Partner oder so, das, man kennt es ja, ne? Und ja, keine Ahnung, ich setze mich da einfach in das Thema rein und dann schreibe ich los. Mhm. Direkt am Anfang des Albums thematisierst du auch so ein bisschen deine Karriere und ist ein Fluch und ein Segen und ein Fluch. Mhm. Was ist Fluch, was ist Segen? Liegt natürlich die Frage auf der Hand, ne? Ja, also es ist sowohl auf die Karriere als auch auf das wahre Leben bezogen. Das kennen wir ja, glaube ich, alle. Man hat mal gute Zeiten, mal schlechte Zeiten. Und ich würde sagen, das ist quasi so die Überschrift von dem Album, weil das ganze Album auch das so ein bisschen thematisiert. Ich rede viel über meine Karriere, dass ich zwar diesen Erfolg habe und diesen Ruhm und was nicht alles dazu gehört, diese finanzielle Unabhängigkeit, aber du ja trotzdem auch so deine Privatsphäre aufgibst. Du gibst sehr viel Ehrlichkeit auch irgendwo auf. Anderen Menschen, also die Menschen um dich herum verändern sich ja auch. Mhm. Die sind halt nicht immer ehrlich. Mhm. Und es ist in meinem Fall zum Beispiel auch voll schwer, so neue Freunde zu finden. Mhm. Ich bin eh so eher, was das angeht, ein bisschen verschlossener. Ich habe gern meine alten Freunde, die ich von früher kenne, aber es ist halt schwer, den Leuten so abzukaufen. Meint ihr das gerade ernst? Mhm. Ist es diese echte Nettigkeit oder einfach, weil sie dir gefallen wollen, weil du halt diese bekannte, ja, so. Genau, und ja, das ist halt auch so der Fluch und natürlich noch viel mehr, ne? Also wie gesagt, du kannst halt nicht mal in Ruhe einkaufen, ohne dass die Leute gucken und dich vielleicht heimlich filmen und dir dann deinen Einkaufswagen filmen, sodass du gerade ein Brot kaufst. Oh mein Gott, die kauft Brot. Die kauft dieses so. Brot. Guck ja, mal, das ist das billige Brot, ey. Warum nicht das teure so? Naja, aber es ist halt einfach so, du gibst das halt auf, ne? Dieses normale Leben so. Bei dir ging es ja auch verhältnismäßig schnell, ne? Also ich weiß nicht, ob du uns jetzt, aber ne, was ist das jetzt, reden wir über 2 Jahre eigentlich, dann warst du eigentlich schon, warst du quasi schon um. So. Oder genau. Vielleicht sogar noch weniger eigentlich so, wo es dann die ersten richtig guten Erfolge so, ich meine, die Sache mit Nemo kam ja, glaube ich, relativ schnell am Anfang. Genau. So. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es schon, ne, man lernt es ja auch nicht. Du gehst ja nicht in so ein Bootcamp und irgendwie so, okay, genau. Wie ist es quasi, mein Privatsphäre aufzugeben? Oder so. Dass du irgendwie eine Schule durchläufst. Deswegen ist das natürlich, glaube ich, schon eine Sache, die da nagt. Wo ist es ein Segen? Ja, du wächst über dich hinaus. Du lernst extrem viel, auch Disziplin. Ich bin allgemein ein eigentlich introvertierter Mensch und durch den Beruf bin ich so viel offener geworden. Ich konnte ja nicht mal richtig mit Menschen reden irgendwie, weil ich war halt nie in so Situationen. Ich war immer so in meiner Welt und mit meinen Freunden, mit meiner Familie und so. Und so dieses Öffentliche und dann auch auf einer Bühne stehen und so, das war für mich so ein, das hätte ich nie im Leben gemacht. Ich dachte mir so, wie kann man das? Also so, ich habe das bewundert, dass man sich das traut. Und das ist für mich ein Segen, dass ich das gelernt habe, dass ich über mich hinausgewachsen bin. Und es ist ja auch irgendwo was Besonderes, dass du so dein Hobby zum Beruf machen kannst. Und du hast Fans, du hast Leute, die für dich weinen, die dir die schönsten Sachen schreiben. Und dazu kommt natürlich auch diese finanzielle Unabhängigkeit einfach so. Man ist nicht mehr in diesen extrem schweren Situationen, wo du nicht mal Geld für den Strom hast und der dir abgeschaltet wird. Also da ist man jetzt endlich raus und das ist halt so ein Segen und ich danke Gott dafür und ich schätze das einfach, dass ich
das alles erleben darf. Ja, du sagst auch, ich habe Mama gesagt, Schuldi number one. So. Ja. Wie stolz sind die Eltern, ist Mama? Ja, voll. Also meine Mutter, die stand von Anfang an hinter mir. Die hat das natürlich anfangs nicht ganz verstanden, weil wenn du halt zu deiner Mutter gehst, ja Mutter, ich mache jetzt Musik, ne, dann denken sie sich ja, naja, schön. Super. Und ja, also die verstehen halt nicht, was du damit sagen willst. Aber natürlich so nach dem ersten Song, nach den ersten Erfolgen hat sie das, das hat die voll umgehauen. Wirklich, die ist emotional geworden. Also die ist natürlich total stolz. Bei meinem Vater ist es halt so, der versteht das irgendwie bis heute nicht ganz, glaube ich. Also als ob der das nicht realisiert, wirklich. So, wenn du dem halt, wenn ich dem jetzt sage, ja, Baba, ich habe jetzt bin auf die Eins gechartet bei den deutschen offiziellen Trends. Ach so. Schön. Glückwunsch. Mhm. Er versteht halt nicht, was das alles, also was das bedeuten kann und was für ein Ausmaß das hat. Oder wenn Leute mich draußen ansprechen, das ist ihnen so ein bisschen, also nicht unangenehm, aber das ist ihm so sehr befremdlich und er dann auch ein bisschen so mich auslacht quasi. So, hä, warum rasten die so aus, wenn die dich sehen? Das bist doch nur du. Aber ja, der, also der hat es halt nicht so ganz realisiert. Aber trotzdem, klar, ist er stolz und freut sich, wenn ich halt, ich mich freue so. Mhm. Ja, schön. Das sagst du auf dem Album auch, wie gesagt, du hast da gesagt, das ist sehr deep quasi, wo du auch wirklich so ein bisschen ja, dich mit Sachen auseinandersetzt, die einfach bei dir in deiner Gefühlswelt so passieren. Unter anderem sagst du auch so, 3 Uhr nachts hab Angst, mich zu verlieren. Und da war jetzt natürlich die Frage so, inwiefern, also was ist so, weil wenn man so von außen auf dich draufblickt, ne, so auf viele Fans wahrscheinlich so, hey, schön Instagram und heile Welt und ich bin Star und Hava ist jetzt auch berühmt und alles läuft und ist schön so, aber was ist das, also da sprichst du ja so ein paar Sachen an, dass du, wie es vielleicht viele Leute wissen, aber nicht so präsent ist, dass du einfach auch ein Mensch bist mit echten Gefühlen. Klar, so, weißt klar. Du so? Und deswegen, über was hat das ausgelöst, quasi dieser Satz? Also es ist ja so, dass man oft im Erfolg diesen Bezug zur Realität verlieren kann und einen Überflieger kriegt. So. Ich würde jetzt von mir selber nicht behaupten, dass ich das durchlebt habe, aber ich habe gemerkt, dass ich mich verändere, einfach weil du bist jetzt in so einem Mittelpunkt und alle schauen auf dich und alle behandeln dich jetzt anders. Dein komplettes Leben verändert sich und irgendwie veränderst du dich auch, aber es muss ja nicht unbedingt negativ sein. Aber das kann dich halt so beeinflussen und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, mitreißen, dass du vielleicht manchmal einfach denkst, so, ey, bin das noch ich? Oder ist das alles noch richtig, was hier passiert? Man hat halt Angst, dass man sich irgendwo verliert. So. Und das ist so das, worüber ich manchmal spreche. Dass man dann auch wirklich so Tiefpunkte manchmal hat und ich manchmal im Auto sitze und ich denke mir so, ey, was geht ab? So, das schockiert einen so ein bisschen. Mhm. Es gibt halt Leute, die voll damit umgehen und sagen, ja, geil, ich bin voll im Mittelpunkt jetzt, aber ich bin halt ein Mensch, wie gesagt, ich war halt vorher immer sehr introvertiert und das ist für mich so eine, es ist halt was Neues für mich gewesen und ich hatte halt Angst. Ja, voll. Auch, ne? Und ich hatte halt Angst, dass ich falsch damit umgehe und ich wollte niemanden enttäuschen. Ja, und du hast halt so eine große Verantwortung auch. Ich bin zum Beispiel verantwortlich für meine ganze Familie irgendwo, weil ich denen auch so eine Stütze bin. Zum Glück, danke Gott, dass ich das kann. Aber natürlich, das ist halt ein unfassbarer Druck, den du da hast. Mhm. Dass es quasi auch weiter so weitergeht. Und, ja, man denkt halt an die Zukunft. So, was nicht ist, wenn falschen ich Schritt mehr macht, je größer kann. Man wird, desto mehr ist ja auch das Spotlight auf einen. Und genau. Desto schwieriger können wahrscheinlich auch Anführungszeichen Fehler sein, die man dann begeht. Und je mehr kann man sich dann draufstürzen. Okay. Ja. Das macht natürlich Sinn. Jetzt hast du auch einen Song, der Käfig aus Gold heißt. Ja. Und das, du hast ja auch gesagt, eher eine introvertierte Person warst. Das, da haben wir jetzt, erleben wir einen Wandel quasi, der da passiert. Du erlebst ihn auch. Sagst, du bist still, aber die Gedanken sind laut. Mhm. So. Inwiefern würdest du das quasi auf dich übertragen? Ja, wie gesagt, das hat halt einfach auch was mit diesem Druck zu tun, dem du ausgesetzt bist und dein Kopf ist halt einfach nie in einer Ruhephase so, außer du nimmst die, deswegen sage ich ja, ich brauche manchmal einfach diese Ruhe und ich kann halt nicht immer ins Studio und ich brauche auch diese Zeit einfach, um auf mein Leben klarzukommen. Ich bin halt, es gibt Leute, die sind absolute Workaholics und die sind jeden Tag auf Achse und ich kann das einfach nicht, weil das ist halt dieser Moment, wo man so einfach Angst hat, sich selbst zu verlieren. So. Und ich will halt noch diesen gesunden Arbeitsflow haben und dass es mir noch Spaß macht und ich mich dann nicht in irgendwas hineinstürze, wo ich dann vielleicht am Ende nicht mehr rauskomme. Weil es hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, wenn man das selber halt nicht durchlebt. Aber das ist so eine Sache, wo du dich voll schnell verlieren kannst einfach, meiner Meinung nach. Und ich bin auch
Also ich bin auch der Meinung, dass es einfach sehr, sehr viele Artists gibt, die sich verlieren und dann auch, keine Ahnung, in so einen Drogenrausch fallen oder. Also fast jeder nimmt irgendwelche Drogen, um darauf klarzukommen, was er durchlebt. Und es ist einfach eine sehr, sehr große Verantwortung. Und ja, das ist halt dieses, dass du immer irgendwas im Kopf hast und du hast keine Ruhe. Und die musst du dir halt einfach mal gönnen, so. Ja, also das zum einen, aber auch, also wir brauchen gar nicht, glaube ich, mit Drogen zu reden. Ich glaube, es geht auch einfach auf diese ganze Party und Sachen feiern, wenn dann Erfolge kommen, das macht ja auch froh. Und also diese ganzen Endorphine und diese Euphorie, die dann kommt und dein Team drumherum und dann so, okay, geil, komm, das müssen wir anstoßen. Und dann kann es, glaube ich, schon relativ schnell passieren, dass du auf einmal halt irgendwie nach und nach und nach und nach nur in diesem Adventure-Modus, kommen wir von da mal hin, genießen da mal ein bisschen, machen das mal und dass man dann in so einen Strudel kommt. So. Genau. Du sprichst auch tatsächlich so Umgänge mit dir an, dass du teilweise so dir selbst im Weg stehst, beziehungsweise ne, Feindbild so ein bisschen, dass du der größter Gegner bist und dass du so ein bisschen suchst, okay, tendiere ich dazu, mich zu verlieren oder nicht? Du hast jetzt auch schon angesprochen, so. Hast du eine Vision im Kopf, wie du sein willst? Ja, und zwar will ich einfach so sein, wie ich immer war. Und das ist halt meine Angst. Ich möchte mich nicht irgendwie verändern. Und weil ich weiß ja nicht, was noch auf mich zukommt. Vielleicht werde ich ein noch, also 10-mal größerer Star, als ich es jetzt gerade bin. Und keiner kann mir garantieren, dass ich so bleibe, wie ich bin. Vielleicht kriege ich ja auch einen Hänger und auf einmal fange ich an zu koksen oder irgendwas. Ich habe halt Angst. Also ich habe noch die Kontrolle über mich selbst. Ich denke jetzt nicht, dass ich voll kurz vom Abkacken bin. Also ich bin eine sehr starke Person, was das angeht. Und auch ein Sturkopf. Also ich lasse mich nicht runterkriegen oder irgendwie verändern. Aber natürlich ist das so ein Kampf einfach, ne? Weil manchmal ertappe ich mich dann auch schon so, wie ich so manchmal Sachen sage oder reagiere, wie ich vorher nicht reagiert hätte. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es aber auch gut, weil ich eben jetzt ein bisschen stärker bin und nicht so dieses naive kleine Mädchen, was alles mitmacht, weißt du? Aber manchmal natürlich hat man so Schiss, war das gerade richtig? Habe ich übertrieben? Also Allüren bekommt oder so vielleicht so, ne? So Ja, dieses, natürlich genau. brauchen nur weiße Rosen, die müssen mindestens 3 Tage Ja, im und dann Wasser gebracht. manchmal fühle ich mich So. schlecht, so, dass ich so manchmal Dirigent bin, aber dann denke ich mir so, eigentlich ist es ja mein Recht, weil ich habe früher also immer auf mein Recht geschissen. Ich habe einfach alle anderen immer alles machen lassen und nie was selber entschieden. Und wenn ich jetzt sage, so, nee, ich möchte das so und so, dann habe ich Angst, dass man denkt, ich bin so voll arrogant oder. Ich glaube, das ist tatsächlich diese dünne Linie zwischen wissen, was man will und das auch einfordern einfach und halt dieses, ich will jetzt nicht dieser cocky, asoziale, Ja, arrogante genau. Mensch werden quasi, wo ich eigentlich Ja. selber eigentlich Abturn bekomme, wenn mir so Voll. jemand begegnen würde. Ja, So, ne? genau, Das weil ist ich kenne so. ja auch so Menschen, man hat ja viele Menschen kennengelernt und dann denkt man sich so, boah, ey, bin ich auch so? Und merke ich das gar nicht, weil diese Person ist ja voll unangenehm und ich will halt nicht so unangenehm sein, ne? Deswegen. Ja, ich weiß, was du meinst. Du hast natürlich mit unfassbar vielen Leuten zu tun, so, und manchmal, so gern man nicht unangenehm sein möchte, aber manchmal muss man ein bisschen unangenehm sein, damit es dann auch funktioniert, weil Ja, das stimmt. es halt leider bei manchen Leuten, das klingt jetzt doof, verstehen es nicht anders, aber die sind ja auch nicht immer, haben nicht immer das Beste für dich auch im Sinne, so. Oder wissen es Genau. auch einfach nicht besser, weil sie dich nicht kennen. So, Ja. ne? Das ist ja auch das Ding. Vielleicht meinen sie es gut, aber das, was sie dann machen wollen, ist halt für dich dann richtig Krise. Ja, du So. musst halt abwägen, ne? Bei wem willst du wie sein? Bei wem kannst du so reagieren und bei wem musst du einfach so reagieren? Weil es gibt halt Menschen, die das ausnutzen, dass du eben dann eher zurückhaltend bist und andere machen lässt und die sich dann alles erlauben so. Und ich habe auch viel Zeit gebraucht, um das zu lernen, bei wem ich mich durchsetzen muss und bei wem ich halt das nicht muss. Ja, oder in Ne? welchen Situationen so, ne? Und wenn es um Genau. was geht, quasi Ja, so, bei wem ja. merke ich, ob der mich gerade hier abfacken will oder abziehen will, aber auf nett tut, ich merke sowas einfach nicht. Ne? So da dann zum Beispiel, der hat da übel Erfahrungen. Der merkt sofort, wenn irgendjemand dem irgendwie krumm kommen will. Und ich denke mir so, hä, der war doch voll nett. Also glaub mir. Und dann am Ende hat es sich so rausgestellt. Es war einfach so. Ja. Ja, du sprichst es an. Liebe ist ein Riesenthema auf dem Album auch. Und wer die Liebe in deinem Leben ist, weiß man jetzt seit spätestens seit diesem einen wunderbaren Foto auf Instagram. Und wir wissen allerdings, also wenn ich sage, wir sage, es ist die Community und alle, die dich quasi in irgendwie Form verfolgen, aber nicht viel über diese Kennenlernstory so. Ihr habt ja auch gesagt, ihr wollt möglichst viel aus Social Media raushalten, weil das Ja. ist natürlich auch tricky, wenn man so als Paar in der Öffentlichkeit steht, so ist, hat es auch schon Livestream darüber, so und solche Ja, Geschichten, ne? genau. So, aber wie waren die Kennenlern-Story? Die war bei uns eigentlich, wenn ich das jetzt so erzähle, ist es simpel, aber es gibt so viel Background-Story. Also da könnte ich dir sehr lange von erzählen. Es ist, wenn ich dir jetzt alles erzähle, dann denkst du dir auch, ey, war das war richtig Schicksal, dass die sich treffen, weil
das fing schon 2016 an, wo ich nichts mit Musik am Hut hatte und er gerade angefangen hat. Mhm. So, da habe ich ihn halt random entdeckt. Also, da hat jemand, irgendeiner seiner Kollegen hat mir seinen Link geschickt und meinte, ey, mein Bro hat gerade angefangen mit Rappen, teil den mal. Weil ich habe früher auf Snapchat sehr viele Follower gehabt, warum auch immer. Ich war einfach so die Lustige, ich habe lustige Stories gemacht, das hat sich verbreitet und deswegen habe ich so eine kleine Bekanntheit dort gehabt. Ich dachte mir so, komm, ich poste das mal, ne? Und ich denke mir so, du hast diesen Jungen damals gepostet und auf einmal bist du mit dem verlobt. Weißt du, was ich meine? Und da sind halt natürlich dazwischen so viele Sachen passiert. Ja, und da kam halt eins zum anderen. Irgendwann haben wir halt geschrieben und so haben wir uns halt kennengelernt. Und irgendwann war der Ring da. Und dann war ich verliebt und dann haben wir geheiratet. Nein, Spaß. Aber ja, so hat sich das irgendwie entwickelt. Aber wenn man halt wirklich richtig tief in die Story geht, das ist krass, wie wir schon damals so irgendwie aneinander geraten sind, so 2016 einfach und jetzt. Ja, manchmal ist das crazy, wenn du so auch so Kennenlerngeschichten hörst oder so und dann, wenn man, oder wenn dann Paare so miteinander reden oder dann irgendwie in der Zukunft so und dann auf einmal merken die so, ey krass, wir waren an den und den Stellen zum Beispiel, oh, so, ja, so einfach am gleichen Ort, ja, ohne dass genau. wir es gerafft haben. Ja, so. Und ohne, eigentlich schon voll wussten. Oft war so Konstellation, die es quasi in irgendeiner genau. Form so diese Verbindung quasi schon so aufgebaut haben. Das so. Ist eine krasse Story, wirklich. Ja, interesting. Jetzt hast du ja auch, ich meine, ja, mit der Moment so und bei Jungs ist es teilweise, ich weiß nicht, ob man es jetzt so pauschalisieren kann, aber bei Jungs, die erzählen, ist es ja, okay, cool, herzlichen Glückwunsch, Bro, so, freut mich sehr, so. Also gute. Aber auch bei Mädels, ich zumindest auch meinem Erfahrungskreis, immer so, oh mein Gott, wie hat er gefragt, wie war's? Du musst mir alles erzählen. Erzähl mir alles, so. Erzähl genau. ihm mal alles. Ja, also meinst du jetzt die Verlobung? Ja, der Antrag, wie war die Frage? Antrag. Du, so. Ja, der kam auch sehr unscheinbar. Also klar, man hat immer gedacht so, wann passiert's denn mal? Wir sind jetzt also anderthalb Jahre zusammen, wann passiert's? Oder will er überhaupt? So klar, man denkt sich das immer, ne? Man denkt viel darüber nach, vor allem als Frau kommt man immer in Filme nach einem Monat schon, wann macht ihr mir eigentlich einen Antrag? Man ist einfach so richtig in seinem Film. Und wir waren dann irgendwann in Dubai. Und die Story ist natürlich privat. Sie wissen, dass es ganz viele Leute interessiert, aber genau deswegen würden sie es euch gerne persönlich und selbst erzählen. Das respektieren wir natürlich. Also checkt am besten die Insta-Seite von Hava und von Dadan in der nächsten Zeit, denn da werdet ihr es als erstes erfahren. Er hat es wirklich auf den Punkt getroffen und ja, dann hat er mich gefragt, willst du heiraten? Ich so, ja, und dann habe ich geweint, dann haben wir alle uns gefreut und waren glücklich und ja. Ey, voll schön. Wie gesagt, ich habe es ganz am Anfang gesagt, so herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das eine der schönsten Momente, die man so erleben kann, so auch gerade als Paar. Deswegen so freut es mich sehr und ihr wirkt immer sehr harmonisch. Deswegen, glaube ich, wünsche euch sehr, sehr, sehr viel Glück und dass wirklich alles, was Gott euch geben kann, quasi passieren. Jetzt haben wir es am Anfang angesprochen, das ist tatsächlich natürlich auch so ein Thema. Ne? Ihr seid jetzt beide in der Öffentlichkeit. So ist jetzt nicht, dass der eine irgendwie so ein bisschen immer so rar machen kann oder so, sondern ihr steht beide in der Öffentlichkeit so. Und du hattest jetzt auch schon einen Livestream zu Themen, weil ne, es immer wieder Leute gibt, die euch halt Böses wollen. So, die versuchen da irgendwie reinzugrätschen oder was auch immer so. Und das Thema quasi Hater oder Pisskinder, wie du so genannt hast, glaube ich auch. so ich damals. Weil manche Kommentare ja auch, also nicht nur zu euch, sondern auch zu dir zum Beispiel so, ne? Provozieren dich einfach. So, ja, zum Beispiel, klar. Ne? Also war, glaube ich, das Thema. Warum schminkst du dich so? Du siehst voll anders aus. Ja, Bruder, das ist der Sinn von Schminken. So. Ja, deswegen, ich will anders aussehen. So, so erzähl mir nichts. Und du würdest voll gerne immer so ein bisschen zurückfeuern. So. Klar. Aber gar nicht, weil dich so krass triggert, sondern du einfach sagst, was habt ihr für Manieren? Ja, so, voll. Was ist anders einfach mit euch? Einfach mal so eine Lektion erteilen. Ja, so, genau. Ja. Und meine, im Endeffekt soll ja jeder machen, das, worauf er Bock hat. So, ja? Ja. Wenn es dir nicht gefällt, guck nicht hin. Wenn nicht, genau. So. Wann hattest du das letzte Mal das Bedürfnis, jemanden zu therapieren bzw. Manieren zu, beizubringen? Boah, eigentlich hat man das, ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, wann es war, aber klar, man hat es hin und wieder immer wieder mal so. Da hat man mal so eine Situation, wo jemand dir irgendwas Blödes schreibt oder vor allen Dingen bei uns war das ja am Anfang der Beziehung extrem. Also es ging gar nicht. Ich dachte mir auch so, ey, habt ihr keine Hobbys oder so? Ich dachte, das wird doch, niemals. Das ist das Hobby von ja, denen. Das ist deren Lieblingsbeschäftigung. Ich dachte auch, das wird nie aufhören. Ich ging davon aus, das wird jetzt für immer so sein und dass sie uns niemals in Ruhe lassen werden. Weil es so extrem war. Und da hätte ich einfach so gern jeden geantwortet. Und so, ah, aber das kannst du halt nicht machen. Ne? So,
Aber ich finde, mittlerweile ist es echt ruhig geworden. Es ist sehr entspannt. Klar, du hast hin und wieder immer jemanden, der dich nicht mag, aber das ist auch voll okay. Man muss mich ja nicht mögen. So, ich mag ja auch manchmal vielleicht einen Menschen nicht so sehr oder feiere jemanden jetzt nicht so. Aber ich muss sagen, es ist echt ruhig geworden. Es ist so, als ob gerade jeder so voll mit Love ist und alles, also wir harmonieren einfach alle so. Ich stelle mir das voll schwer vor, quasi, weil, ne, also eh als Person in der Öffentlichkeit und dann nochmal als Paar in der Öffentlichkeit, quasi, wie man so damit umgeht, habt ihr irgendwie, keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, das ist vielleicht auch, glaubst du, davor schützen oder irgendwie, dass man sich irgendwie sagt, man ist jetzt abgestumpft, man liest die gar nicht mehr, die Kommentare oder so. Oder hast du irgendwie für dich so eine Strategie überlegt, wie du damit umgehst, jetzt auch vielleicht in Zukunft so, wenn es bestenfalls immer weiter nach oben geht, quasi, und erfolgreicher wird und du mehr Leute erreichst noch? Ich habe einfach gelernt, darauf einfach wirklich zu scheißen und es zu ignorieren, weil es gibt, also ich habe wirklich andere Probleme im Leben so, die als das. Das ist jetzt wirklich mein kleinstes Problem. Nicht, also ich kann nicht das als Problem sehen. Für mich ist es einfach traurig, dass Leute wirklich ihr Leben damit verschwenden, anderen so immer solche Sachen zu schreiben, sich damit zu befassen. Und ich denke mir so, ey, ihr tut mir einfach nur leid. So, ich lasse euch, schreibt weiter eure Nachrichten. Ich muss mir das jetzt nicht zu Herzen nehmen. Mir wurden schon wirklich die schlimmsten Sachen geschrieben. Das hat mich so abgehärtet, dass mich so mickrige Sachen gar nicht mehr jucken, so wirklich. Ja, Einfach sehr gut. kalt, ja. Du hast in der Insta-Fragerunde gesagt, beziehungsweise wurdest du gefragt, würde dein früheres Ich auf die jetzige Hava stolz sein? Du hast gemeint 1000%, weil die alte Hava war schwach, hast du genannt. Ja. Inwiefern? Die alte Hava war einfach so wirklich so ein kleines Mädchen. Ich war sehr, sehr, sehr naiv. Ich würde jetzt sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gar nicht mehr naiv bin. Natürlich, das bleibt in einem drin oder wie auch immer. Vielleicht habe ich es nicht ganz wegbekommen, aber ich war einfach früher sehr leicht zu manipulieren. Man konnte mit mir echt alles machen. Ich habe alles durchgelassen. Ich habe nie für mein Recht eingestanden. Und ja, Zu gutherzig auch vielleicht ein Tick voll. so. Also wenn man mir sagt, kannst du mir bitte 1 Million € leihen? Hätte ich es am liebsten gemacht. Also ich war wirklich, ich hab mich zu allem überreden lassen einfach. Weil ich habe immer das Nette, so Gute gesehen. Und ich dachte, ja, der meint es bestimmt gut. Was hier voll und die schöne Eigenschaft eigentlich ist, ja, ne? eigentlich Aber schon, aber es bringt dir einfach in der Welt nichts. Also ich will natürlich diese Nettigkeit und das Gutherzige niemals verlieren. Das wird auch immer bleiben. Aber du musst halt einfach, wie wir gerade darüber gesprochen haben, du musst manchmal auch ein bisschen abgefuckt sein zu den richtigen Leuten so, weil die dich sonst ausnutzen. Die nutzen das sofort aus, dass du einfach diese liebe Person bist, so. Und das will ich einfach nicht mehr. Naja. Du hast auch mal gesagt, das Gute in der Musik ist, dass Talent zählt. Egal ob männlich oder weiblich, das Publikum entscheidet am Ende, wer groß wird. So. Jetzt hatte ich Finch Asozial hieß er früher, jetzt heißt er nur noch Finch. Der hat ja auch sein Album Rummelbums rausgebracht und der ist ja, also musikalisch ist auf jeden Fall ganz woanders, aber er hat ja auch seinen Erfolg, seine richtig große Reichweite und so. Und wir hatten auch so ein bisschen über das Thema gesprochen, da ging es auch ein bisschen um Songwriting und so weiter und so fort. Und er hatte Folgendes gesagt. Er hat meinte, das. Im Endeffekt sage ich dir, du brauchst bloß jemanden, der einen Plan hat, einen Businessplan. Du brauchst jemanden, der sagt, kleide dich so und so. Und da gibt es ja mittlerweile für alles so. Ich Ja. gönne den Leuten das ja auch alle. Die sollen alle ihren Erfolg haben und so. Was ich immer bloß ein bisschen kritisch finde, ist, wenn nichts von dir selber kommt, dann hab keine große Fresse. Was sagst du zu Ja, der also Aussage? der hat auf jeden Fall recht, was das betrifft. Das stimmt. Es ging um diese Attitude, die dann quasi so vertreten wird, so. Da ging es nämlich auch darum, dass er sagt, ey, da kommen halt Jungs und Mädels teilweise halt neu ins Game rein und sagen halt so, ja, gib mir mal einen Ghostwriter. So, machen gar nichts quasi, lassen sich alles schreiben von vornherein, da haben noch nicht mal die Muße oder den Wunsch quasi da irgendwie mitzuwirken in Genau, irgendeiner das Form. wenigstens zu So, ja, lernen den oder Willen sollen, so. komm, mach mir das bitte so, hier hast du von mir aus auch irgendwie Geld auf den Tisch legen, so, weil Ja. ich gerade auch hab und es funktioniert. Genau. Und dann sich halt hinstellen nach draußen und dann sagen, ich bin der Krasseste. So, Voll, und ne? davon gibt es so viele, ne? Boah, und du siehst es von 1000 Metern, dass das genau so eine Person ist. Und man hört ja auch viel, ne? Vor allem die im Business sind, du weißt. Du kennst jedes dreckige Geheimnis und es gibt so, so viele, die sich da einfach hinstellen und sagen, mach mal fertig, Allah. Und dann sagen, ich bin der Absolute. Aber du hast nichts gemacht, du hast weder einen eigenen Charakter, du lässt dich, wie er sagt, schon irgendwie einkleiden, du lässt dir so ein Image geben, man erzeugt künstlichen Hype, man macht alles für dich fertig, man entscheidet für dich alles. Du hast nicht 1% Einfluss in deinen Sachen gehabt und dann tust du so, als wärst du Artist. Und das ist für mich traurig. Ich mische mich da nicht ein, soll jeder machen, aber es ist halt traurig für die, die wirklich alles geben und es versuchen und keine Chance kriegen, so. Dass sie so allen auch in einen Topf geworfen werden, dann vielleicht auch so, ne? Genau. So, Genau, oder weil du ja. halt jetzt nicht diese Optik hast oder
weil du jetzt nicht diese Draufgängerart hast oder so. Manchmal brauchst du ja so einen gewissen Charakterzug, damit du überhaupt ernst genommen wirst oder dass du überhaupt rausstichst. Aber das ist halt traurig so, weil ich finde, am Ende sollte sich wirklich Qualität durchsetzen und ist doch scheißegal, ob du jetzt, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen moppeliger bist, ob du, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du aber meinst. Du bist ja, halt immer so. Wenn du nicht klassisch Schema F passt, du, quasi ja. So, sondern am Ende, wenn du geiles Produkt ablieferst so, oder geile Musik machst so, oder geile Kunst, kannst du ja auch wirklich auf Kunst im Endeffekt auch übertragen, so, dann ist es doch geil. Und das feiere ich in Amerika so, ey. Mhm. Da könnten die größten Idioten, aber wenn die gut sind, dann sind die gut. Mhm. Klar, da gibt es auch welche, wo man sich denkt so, wie hat der das denn jetzt geschafft, weil der hat eigentlich nicht so Talent, aber okay. Aber es kriegen trotzdem Leute die Chance, die vielleicht auch nicht so die Optik haben oder wie gesagt, vielleicht ein bisschen pummeliger ist. Aber in Deutschland bist du dann direkt, nee, du hast keine Chance. Du musst dann so aussehen, du musst oder so aussehen oder wie auch immer. Du musst dann so dem perfekten Bild entsprechen, damit du überhaupt so, ja, der hat eine Chance so. Weil du verkaufst einfach heutzutage viel mit deinem Aussehen so. Ja. Weißt du, und in Amerika ist es einfach so geil, du, ist scheißegal. Ja. Die krassesten Stimmen setzen sich da meistens echt durch. Ja, voll, also auch krass, natürlich ein riesiges Land mit krass vielen Talenten so. Genau. Ich glaube, da ist halt wirklich wichtig, aber das ist halt voll schwer, glaube ich, für junge Artists so. Dass man dann halt einfach an sich selbst glaubt und es trotzdem durchzieht. Ja, wie willst du da deinen Mut fassen, so wenn dieses Vorzeigebild dann, weißt du, was ich meine? Mhm. Das stelle ich mir voll schwer vor, tatsächlich. So, ja. Wenn du da nicht so ein gutes Team oder gute Leute um dich rum hast, denen du vertrauen kannst, so, wenn du dann irgendwie von, keine Ahnung, Außenstehenden, in Anführungszeichen, halt so genau das Gegenteil gesagt bekommst, so, da halt trotzdem weiter durchzuziehen, ist schon tough so. Mhm. Was ich sehr, sehr schön fand, tatsächlich, eine Aussage, als ich mich vorbereitet habe auf das Interview heute, dass du auch gesagt hast, halt Familie ist dir voll wichtig. Also das habe ich jetzt hier schon rausgehört quasi, aber auch, weil ich mich darauf vorbereitet habe und so. Und dass du auch gesagt, dass du voll Verantwortung trägst auch, dass du, und das ist auch schon voll schön, dass du es zurückgeben kannst. Mhm. Und deine Familie ist ja damals aus dem Krieg aus Bosnien hergeflohen. Dass dich so diese ganze Geschichte auch immer noch daran erinnert, dass wie wichtig es ist, einfach auch frei zu leben. Und das ist der Luxus. Finde ich voll schön, für dich Gesundheit und Demokratie ist. Mhm. So. Und in deiner Wahrnehmung, das voll viele vergessen, einfach, wie viel es bedeutet, einfach in der Demokratie zu leben. Und ich will gar nicht politisch werden. Also mir geht es nur darum, so, glaubst du, das geht den Leuten so gut hier? Also ich will erstmal sagen, nicht meine, also meine Mutter oder so ist jetzt nicht aus dem Krieg geflohen. Okay, Entschuldigung, dann war es. Alles gut. Ja. Viele denken das, aber natürlich meine Oma, Opa, also meine Mutter ist mit diesem Wissen aufgewachsen und so weiter. Also wir haben das auch in unserem Blut, auch Srebrenica, die Massenmorde und was weiß ich. Also das trägst du auch irgendwo in deiner DNA, weißt du, was ich meine? Ja, auch wenn das ist so drin in der Familiengeschichte hast, einfach so. Aber dadurch, dass du das kennst, dass dein Volk das mitgemacht hat, natürlich schätzt du das alles viel mehr, diese Freiheit, die du hier hast und dass du das nicht miterlebt hast und was weiß ich. Aber auch, selbst wenn es jetzt ein Syrienkrieg wäre, wir sind halt einfach so Menschen, die sehr, sehr dankbar sind und uns auch vom Glauben her daran orientieren, ey, es könnte auch schlimmer sein, egal ob wir jetzt gerade eine scheiß Situation haben, so, guck mal, die Leute haben es noch schlimmer, sei immer dankbar. Und so weiter. Ja, und was war jetzt nochmal? Also die Frage, weil in deiner Wahrnehmung hast du gemeint, es vergessen voll viele Leute. Ja, genau. Diese Dankbarkeit quasi genau, einfach zu sagen. Und meine Frage ist so, weil ich habe teilweise auch so das Gefühl, weil, ne, ich meine, man sagt jetzt dieses pauschale Vorurteil quasi, ja, die Deutschen können sich immer nur beschweren, ne? Oder in Deutschland beschweren. Meckern auf hohem Niveau. Und auch jetzt mit Corona, ne? Also kannst du, wie gesagt, ich will gar nicht so in diese Richtung gehen, aber ich habe mich da schon auch das Gefühl gehabt so und ich habe mich gefragt so, geht es den Leuten vielleicht einfach zu gut? Also, weißt du, haben die einfach keine Probleme, keine richtigen, über die sie sich im Endeffekt aufregen können? So, ja, ohne jetzt Probleme von einzelnen Menschen so niederzureden. Ja, jeder so, aber, hat so seine Sachen. Ne, so, natürlich, klar. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und so. Und das ist auch teilweise wirklich auch schwere Sachen. Aber so im Grund, weißt du, dieser Grundthema also, so. Ich bin da ganz bei dir. Es ist für mich einfach nur peinlich teilweise, worüber sich die Leute so beschweren. Was ist so für, was für Probleme die haben? Und ich denke mir so, ey, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast dein Essen, du hast Strom, du hast Klamotten. Bitte. Es gibt auch Schlimmeres im Leben. Klar, wenn du jetzt, also wie gesagt, jeder hat seine Probleme, aber manchmal beschwert man sich halt so über so Sachen, wo ich mir denke, so, ey, geht's eigentlich noch? Mm. Sag mal, weißt du, was ich meine? Ich bin vollkommen bei dir, und deswegen. Ich wurde von Anfang an so erzogen, immer dankbar zu sein und deswegen ringen mich solche Leute auch immer so auf, weil ich weiß einfach so, ey, sei es jetzt in Palästina oder was weiß ich, Kriegsgebiet. Ich denke mir so, ey, wir sind nicht in einem Kriegsgebiet. Wir haben hier und wir können unsere Meinung äußern. Du kannst einfach raus. Als Frau hast du so viele Rechte, die du in Afghanistan zum Beispiel nicht hast. Du wirst hier nicht zwangsverheiratet und was weiß ich.
Wie gesagt, ich habe auch meine Probleme, ich beschwere mich auch manchmal, aber ich meine halt, es gibt halt so Sachen, worüber die sich beschweren, wo ich mir denke, so, ey, das ist echt, sorry. Ist euer Ernst? Ja, so. Ja, ich weiß nicht. Dann bedanke ich mich tatsächlich schon bei dir, Hava. Es sei denn, es gibt noch etwas, was dir sehr auf der Seele brennt, quasi, was du noch mitgeben möchtest. Du hast gleich noch letzte Worte oder wenn es noch ein Thema gibt, über das du sprechen möchtest, quasi. Das ist ja auch deine Zeit, deswegen feel free. Ansonsten würde ich mich jetzt gleich noch von dir und auch von den Leuten verabschieden, aber du hast jetzt noch die Möglichkeit, wenn du willst. Ja, was soll ich sagen? Bleibt ihr selbst, lasst euch nicht runterkriegen. Ich habe viel darüber gesprochen, wie ich früher war. Ja, wachst über euch hinaus. Das sage ich ständig, das gebe ich immer mit. Das ist halt für mich das Wichtigste. So, lasst euch nicht runterkriegen und macht, worauf ihr Bock habt. So. Ja. Schön. Das war's schon wieder tatsächlich. Segen und Fluch heißt das neue Album von Hava. Die Sendung hier ist Deutschrap Ideal. Mein Name ist Simon, ARD Mediathek, Instagram, YouTube, überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht, sage ich immer. Ja. Nicht vergessen. Ich danke Gott und meinen Fans, dass es läuft. Gott sei Dank. Von der Musik habe ich jede Nacht. Streichen wir das schon. Hava, die letzten Worte gehören noch dir. Ja, haut rein, Leute. Abonniert den Kanal und pumpt mein Album. Segen und Fluch, Fluch und Segen. Ja.